Herzlich willkommen und wie man schon sieht, hier unser höchst professionelles Studio und das kann natürlich nur eins heißen, wir werden heute wieder ein Ranking machen. Und was könnte es Besseres geben in dieser schwierigen Zeit ohne Beachvolleyball, dass wir in der Beachvolleyball-Szene in Deutschland mal so ein bisschen Feuer legen. Vielleicht irgendwo so ein kleines bisschen Öl auch draufschütten und wir wollen jetzt in den nächsten 4 Videos, heute aber auch schon, die 10 besten Spieler, weiblich-männlich, auf ihren Positionen definieren. Heute fangen wir mit den Frauen an. Blockspieler. Wichtig dabei ist, wir haben uns nicht nur die Blockskills angeguckt, sondern wir haben die 10 besten Spieler auf der Position benannt. Der statistisch beste Spieler aus dem letzten Jahr in Blockpunkten kann trotzdem auf Platz 5 sein, weil das Gesamtpaket vielleicht nicht so gut war wie bei anderen Spielern. Das schon mal vorab. Wie sind wir auf die Platzierung oder auf das Ranking gekommen? Und das war... Ich weiß nicht, ob wir da jetzt... Vielleicht wird es Behind-the-Scenes-Footage irgendwann mal geben. War sehr pikant, weil wir beide haben ein Individual-Ranking gemacht, haben unsere Top 10 jeweils aufgeschrieben, aber natürlich auch Daniel. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann natürlich unsere kleine Matrix gemacht. Ja gut, war Basismathematik, das haben selbst wir, glaube ich, hinbekommen, auch wenn Daniel sich natürlich darum gekümmert hat, um seine Excel-Tabelle. Aber aus unseren 3 Rankings ist das große Onus-Ranking geworden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt direkt an. Wir suchen jetzt schon mal gleich Platz 10 bei den Blockerinnen, bei den Damen. Und was machen wir? Schnick, schnack, schnuck? Irgendwie, damit nicht irgendwie einer immer die 1 vorstellt oder so? Na gut, ich nehme aber Stein. Ist so. Die Leute wissen nicht, dass du das wirklich immer durchziehst, ne? Schnick. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, das ist wirklich. Das kannst du vergessen. Okay, komm. Ja, ist gut. Okay, wir fangen an. Platz 10. Glückwunsch. Dankeschön. Mhm. Platz 10, Anne Krohn auf der 10. Und man muss dazu sagen, ja, also ich glaube, in dem Team Beelen Krohn war es ja vorher, die auch unter anderem mal ab und zu mal wieder Top-Platzierungen rausgehauen haben, ist der Fokus schon so ein bisschen auf Anna Beelen, muss man sagen. Sie ist da vielleicht die, die mehr Aufmerksamkeit generiert, die auch die spektakuläre ist. Aber trotzdem muss man ja sagen, wenn man diese Erfolge macht, kann man selber auch nicht so ganz schlecht sein. Absolut. Von daher ist sie insgesamt bei uns auf 10 da reingerutscht und ja, können wir mit leben, oder? Völlig angemessen. Kommen wir zu Platz Nummer 9. Den darf ich ja jetzt machen, wenn ich richtig verstanden Selbstverständlich. Habe. Ja. Platz Nummer 9, Natascha Nimczyk. Glaubt man das so? Ich habe auch mal gehört, Nimczyk oder so. Nimczyk. Boah, da müssten wir Tommy den besten Mann fragen. Der kann das wahrscheinlich mit dem CZ und was auch immer da hinten dran. Fakt ist, seit Jahren eine Größe auf der deutschen Tour. Letztes Jahr wieder gute Ergebnisse gemacht. Gehört definitiv in die Top 10. Ist bei uns am Ende auf Platz 9 gelandet. Ich muss sie nicht vorstellen. Ist einfach. Turniersieg geholt 2019, oder? Ja. Und ganz ehrlich, eine der erfolgreichsten Spielerinnen der letzten Jahre. Jetzt von ihrer Partnerin getrennt für dieses Jahr. Aber trotzdem völlig zu Recht auf Platz 9 in diesem Ranking, meiner Meinung nach. Auf Platz 8, wir sind noch so ein bisschen in den unteren Rängen, aber trotzdem jetzt wieder eine Turniersiegerin aus dem Jahr 2019, nämlich aus Nürnberg, Aulenbruck-Fergern. Wir sind bei den Blockerinnen, also sind wir bei Tina Aulenbruck, die ja, sich immer einen unterschätzten Stiefel, denke ich mal, zusammenspielt. Ja. Das meiste Soundout wird wahrscheinlich Sandra Ferger bekommen, aber die Tina macht das auch im Block. Gar nicht so schlecht, muss man mal dazu sagen, und ist einfach wirklich eine grundsolide Spielerin. Turniersieg geholt, von daher Platz 8, würde ich sagen, ist auch gerechtfertigt. Absolut. Jetzt muss ich dazu sagen, bei einem von uns ist die im Ranking nicht so hoch aufgetaucht. Werden wir jetzt natürlich nicht verraten. Man nicht so verraten. Nein, Mann. Das ist eine gute Spielerin, physisch stark, aber auch wirklich wieder gut, dass sie auf der Tour zurück ist. Platz 8 komplett verdient. Platz 7 in diesem Ranking und den einen oder anderen wird es jetzt vielleicht wundern. Ich sag ganz ehrlich, da könnten jetzt die ersten Diskussionen hier unten in den Kommentaren ausbrechen. Ja. Leonie Körzinger. Letztes Jahr so, ja, vielleicht, ich muss es so machen, damit man es überhaupt noch sieht, so kurz vor dem Achtelfinaleinzug gewesen bei der WM, ja, hat die Schweizerin nicht nur am Rande der Niederlage, sie haben sie eigentlich so schon in den Tod fallen lassen, haben sie dann wieder hochgezogen und sich selber reingeschmissen. Lassen wir das Thema. Waren fast 9. bei der Weltmeisterschaft. Meiner Meinung nach ist sie bei dem Block natürlich viel weiter vorne, aber gerade bei den Basics vielen anderen Spielern noch ein bisschen unterlegen. Und deswegen noch auf Platz 7, aber ganz ehrlich, da ist ein Pfeil nach oben. Ja. Das wird nicht mehr lange dauern, dann wird sie noch mal ein paar Plätze klettern. Ich glaube, sie ist auch das perfekte Beispiel tatsächlich, weil bei der WM haben wir es gesehen, Daniel und ich haben das Spiel kommentiert auf Court 2 gegen die Schweizerin und da hat sie, glaube ich, 13, 14 Blocks geholt bei den Damen, das war geisterkrank. Und rein in der Blase Blocking wäre sie ein paar Plätze weiter oben. Ich hätte sie auf die 6 gesetzt, kann ich jetzt schon mal spoilern, aber noch auf der 7 und ja, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich anders sein. Und dann kommen wir jetzt natürlich zu Platz 6, der Platz, der wahrscheinlich bei mir dann einen weiter unten gewesen wäre. Aber ihr habt euch dafür entschieden und ich finde auch verdient, weil das eine Spielerin ist, eine sehr arrivierte Spielerin mit vielen Erfolgen, die mit der erfolgreichsten Tourspielerin zusammengespielt hat in den letzten Jahren, nämlich Melanie Gernert. Und wir reden von Elena Kiesling, die natürlich auch in diesem Duo nicht die Ranghöhere ist, muss man natürlich so sagen, die aber auch unterschätzt sehr, sehr solide ist. Eine gute Zuspielerin muss man dazu sagen. Ich meine, ist ja so, nicht viele der Frauen trauen sich überhaupt oben zuzuspielen oder haben konstantes oberes Zuspiel und dementsprechend
sprechen. Das ist eine große Qualität, die sie hat. Und ansonsten macht sie es auch. Also wenn sie es schlechter machen würde, hätte sie nicht so viel Erfolg gehabt. Absolut. Ich meine, die verdient seit Jahren ihr Geld nicht nur auf der Tour, sondern auch als Trainerin. Ist deswegen halt auch mit viel Know-how bei der ganzen Sache dabei. Gewinnt Medaillen ohne Ende. Und das liegt meistens nicht nur an einer Spielerin, der Partner. Klar. Und deswegen Platz 6, Elena Kiesling. Platz 5. Und jetzt kommen wir auch zu der vorderen Hälfte des Tableaus. Jetzt wird es langsam heiß, reden wir wirklich von den nominellen Top-Spielerinnen in Deutschland. Da ist die Reihenfolge. Wir waren uns auch alle uneinig, glaube ich, muss man dazu sagen. Da war viel durcheinander, das stimmt. Am Ende durch den Quotienten auf Platz 5 Viktoria Binek. Tori Binek, ich nenne sie mal die Festgeldanlage in Sachen Frauen-Beachvolleyball in Deutschland. Mhm. Sie kann alles gut, sie kann nichts, outstanding und sehr gut. Und hat genau deswegen vielleicht so ein paar Prozentpunkte hinter den Spielerinnen, die jetzt gleich noch in diesem Ranking kommen, dahinter gestanden. Und deswegen Platz 5 für Tori Binek. Punkt. Ja, also ich würde behaupten, sie ist vielleicht auch die bessere Volleyballerin in dem Sinne, wenn man es mal so sieht. Wobei, da müsste man sie eigentlich höher ranken. Aber sie hat natürlich Skills, die vielleicht auch die nächsten beiden vielleicht noch nicht haben oder auch nie so haben werden. Aber trotzdem, rein athletisch hat sie da vielleicht den leichten Nachteil gegenüber denen, die vor ihr sind. Und man muss natürlich dazu sagen, Binek Schneider in den letzten beiden Jahren oder nach dem einen sehr, sehr guten Jahr, was sie auch wirklich in der Welt nach oben gebracht hat, war jetzt erstmal eine lange Phase der Enttäuschung erstmal. Genau. Und deswegen, das wirkt in unser Ranking natürlich auch mit ein, wenn die Leistungen jetzt erstmal ein bisschen ausblieben, dann reicht es hier erstmal nur für Platz 5. Platz 4, kurz vorm Podium. Und natürlich, es bleibt weiter strittig zwischen diesen Plätzen hier, ist Sandra Ettlinger. Und klar, Sandra Ettlinger hat in dem Sinne auch auf allerhöchstem Niveau noch nicht so viel bewiesen. Vielleicht auch wie eine Tori Binek. Das ist so. Aber ich finde, dass Sandra Ettlinger da wirklich jetzt einen großen Sprung gemacht hat, sich weiterentwickelt hat, wirklich athletisch da auch vorne. Sie meinen, musst du dir nur mal angucken, die ist einfach immer topfit auf dem Punkt. Absolut. Und hat da wirklich sehr hart trainiert. Ist mit Sicherheit eine der härteren Arbeiterinnen, die es auf der Tour gibt. Ja. Und die Resultate sind jetzt auch langsam gekommen. Sie ist noch nicht ganz auf der Weltspitze und es bleibt weiter fraglich, ob sie da jemals ankommen wird. Trotzdem finde ich es absolut verdient, sie aktuell auf die 4 zu setzen. So ein bisschen so ein Power-Ranking zwischen Binek und Ettlinger, also Platz 4, 5. Ja, genau. Und am Ende kann ich mich damit jetzt auch mittlerweile anfreunden. Das passt schon. Ist okay. So wie du es erklärt hast, muss ich jetzt vor der Kamera muss ich zugestehen, ich kann mich dazu... Ja, und dann kommen wir jetzt zum Podium. Oh, oh. Die erste Medaille. Bronze. Maggie Kosso, Platz 3. Jetzt wissen wahrscheinlich auch schon viele, wer auf 1 und 2 ist. Oder es gibt vielleicht Leute, die sich fragen, wer soll denn da jetzt noch kommen, wenn wir die aktuelle Nummer 2 in Deutschland auf die 3 setzen. Maggie Kosuch an der Seite von Laura Ludwig, gerade am Ende der letzten Saison bewiesen, dass sie auf guten Turnieren und auf den höchsten Turnieren auf höchstem Niveau spielen kann. Die Saison in Summe war definitiv eine Enttäuschung im Durchschnitt. Keine Frage, haben sie ja auch so geäußert. Aber am Ende hat sie dann doch bewiesen, dass sie Skills hat. Und gerade durch ihre Physis ist sie aus diesen Top 3 nicht rauszureden. Top 3, Platz 3, Maggie Kosuch. Ja, hat während der Saison eine große Entwicklung gemacht. Ich meine, alle Kritik war am Anfang berechtigt. Komplett. Aber man gewinnt nicht so ein großes Turnier. Nee. Selbst wenn man Laura Ludwig, die vielleicht immer noch beste Abwehrspielerin und eine der überhaupt besten Spielerinnen der Welt neben sich hat. Das werden wir in einem anderen Ranking feststellen. Das werden wir natürlich feststellen. Da kannst du nicht irgendeine Attrappe da stehen haben. Das ist nicht so. Maggie Kosuch hat immer noch ihre Schwachstellen, ganz absolut. Klar. Hat aber während der Saison wirklich einen großen Schritt gemacht. Deswegen finde ich Platz 3 auch verdient. Aber es reicht natürlich noch nicht für die ganz oberen Plätze. Und deswegen gehen wir zu Platz 2. Und es ist die eigentlich aktuell beste Blockerin in Deutschland. Eigentlich. Denn wir reden natürlich von Julia Sude, die doch völlig zurecht ist. Und man muss es sagen, für mich liegt der Vergleich mit Jonas Reckermann immer so ein bisschen nah. Und das liegt nicht nur am Ansatz der Haarfarbe so ein bisschen. Das sind einfach perfekte Volleyballspieler, die das Spiel verstanden haben, die so viel technisch wirklich mitbringen und da eigentlich komplett sind. Natürlich ist sie nicht die Athletin vor dem Herrn. Ja. Das ist das, was sie dann vielleicht unterscheidet zu vielleicht noch ein, zwei anderen Blockern auf der Welt. Aber rein von ihren Skills her überragend. Über jeden Zweifel erhaben und deswegen auch Platz 2. Und dann übergebe ich zu dir. Und für schöner die jetzt Zufall. Vielleicht im Schrank pennen, haben halt noch eine vergessen, die es halt immer noch gibt und eigentlich auch diese Saison jetzt gegeben hätte. Ja, und das ist wirklich ein schöner Zufall, dass ich jetzt auch hier in der 1 bin. Ja. Das ist meine Schwester Kira Walkenhorst. Und man kann, und das habe ich auch schon auf allen anderen Plattformen bei uns gesagt, man kann davon ausgehen, dass selbst wenn sie dieses Jahr nur 80% erreicht hätte oder erreicht, wenn man sie sehen wird, hat sie immer noch so outstanding Skills, dass ich sie auch vor eine Julia Sude, und das ist ein krasser Move, setzen muss, möchte, was auch immer. Sie ist outstanding im Aufschlag. Sie wird dann, auch wenn sie physisch wieder fit ist, outstanding im Block sein. Zuspiel, ganz ehrlich, Juli, Weltklasse-Zuspielerin. Aber wenn Kira da in ihrer Rhythmisierung ist, ist sie annähernd so gut oder gleich gut. Angriff brauchen wir, glaube ich, spätestens seit 2016 nichts mehr zu sagen. Und deswegen Platz 1 und die vom Comeback-Kira, wie sollen wir sie nennen? See you at the beach 2020, was weiß ich. Die Comeback-Kira, die sich
das Comeback auf 2021 verschoben hat. Vielleicht sehen wir sie auch nie wieder und diese Platz 1 ist völlig ungerechtfertigt. Aber gegenwärtig könnten wir uns vorstellen, dass sie die beste Blockspielerin in Deutschland ist und deswegen Platz 1 an meine Schwester. Wenn man sich so einen Status erspielt hat, dann muss man erstmal negativ erstmal wieder über lange Zeit beweisen, dass man nicht die Beste ist, weil so war es nämlich nicht. Kerry Walsh ist aktuell die weibliche Ziege, der Goat sozusagen auf weiblicher Blockerseite, das ist klar. Aber ich habe schon immer gesagt, Kira wäre für mich, wäre es geworden, wenn sie gesund geblieben wäre. Und sollte sie jetzt gesund bleiben, hat sie auch nach wie vor eine Chance. Von daher absolut verdient Platz 1. Und ich denke, das sollte eigentlich auch keiner anders sehen. Aber das ist jetzt natürlich die große Frage. Und wir wollen von euch allen natürlich euer Ranking haben. Da soll diskutiert werden. Es wird mit Sicherheit auch unter den Spielern diskutiert werden. Ja. Aber euer Ranking 1 bis 10, haut es uns dringend runter. Wir werden alles durchlesen. Und wenn ein paar interessante Sachen, dann auch gerne mal kommentieren. Aber vor allen Dingen, haut die Spieler raus, wo ihr eurer Meinung nach, wo wir am meisten da daneben waren oder wir sagt, boah, das geht gar nicht. Die wir vielleicht komplett vergessen haben? Ja, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gucken wir mal. Und dann, ja, freuen wir uns auf die nächsten Videos. Beim nächsten werden wir uns, glaube ich, mal, bleiben wir bei den Damen, weil wir Kavaliere sind, selbstverständlich, und gehen dann zu den Abwehrspielern. Und damit ihr die Videos nicht verpasst, müsst ihr den Kanal noch abonnieren, ne? Das hast du nicht gesagt, Dirk. Das wäre angemessen. Ja. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video mit den Abwehrspielerinnen der Damen wieder.